Willkommen zu Entwicklungspsychologie 1. Habt ihr die Vorlesungen verpasst im ersten Semester oder wollt ihr euch einfach einen kleinen Überblick verschaffen über Entwicklungspsychologie, dann seid ihr hier bei diesem Video genau auf der richtigen Spur. Und los geht's, wir wollen keine Zeit verlieren. Zur Definition. Entwicklungspsychologie ist die Beschreibung, Erklärung sowie Vorhersage menschlichen Erlebens und Verhaltens aus der Sicht der Veränderung über die Lebensspanne. Der Zeitabschnitt von Entwicklungspsychologie 1 ist 0 bis ca. 11 Jahre. Zur traditionellen Definition von Entwicklung. Entwicklung meint eine Veränderungsreihe in Richtung eines Endzustandes. Es ist definiert durch eine Abfolge von Schritten, die unumkehrbar sind, also irreversibel. Der Endzustand ist dabei gegenüber dem Ausgangszustand immer höherwertig. Qualitative Veränderungen, welche mit dem Lebensalter korrelieren, sind universell, natürlich und nicht kulturgebunden. Zu einer modernen Definition der Entwicklungspsychologie. Entwicklungspsychologie beschäftigt sich mit den intraindividuellen Veränderungen des Verhaltens und Erlebens über die Lebensspanne sowie den interindividuellen Unterschieden dieser intraindividuellen Veränderungen. Wer nicht weiß, was intraindividuell und interindividuell heißt, der müsste nochmal über die Bücher gehen. Zu den vier Grundzielen der Entwicklungspsychologie: Beschreibung des Entwicklungsverlaufs und Finden von Gesetzmäßigkeiten. Beschreibung der Ursachen, welche Entwicklung auslösen und in Gang halten. Erklärung der Zusammenhänge und Überführung der Aussagen in ein theoretisches System. Und viertens, zu guter Letzt, Entwicklungspsychologie hat die Anwendung entwicklungspsychologischer Erkenntnisse, um Störungen vorherzusehen und vorzubeugen, sowie die Förderung der Entwicklung. Nun gehen wir weiter zu den zentralen Streitfragen der Entwicklungspsychologie. Da wäre mal die Streitfrage Nature versus Nurture. Habt ihr im Studium schon sicher tausendmal gehört? Die Anlage versus die Umwelt. Wie groß ist der jeweilige Einfluss von Genen und Erziehung auf die Entwicklung eines Menschen? Die zweite Streitfrage wäre kontinuierlich versus diskontinuierlich, auch quantitativ versus qualitativ. Zum Beispiel die Entwicklung eines Baumes gegen die Entwicklung eines Schmetterlings. Siehe auch Körpergröße, sie sieht linear aus, ist sie aber nicht. Zur dritten Streitfrage, nomothetisch versus ideografisch. Wo wird die Entwicklungspsychologie eingeordnet? Bei den Natur- oder bei den Geisteswissenschaften? Fokus auf allgemeingültige Gesetze versus Analyse einzigartiger Gegenstände. Vierte Streitfrage. Bereichsübergreifend versus bereichsspezifisch, respektive kulturübergreifend versus spezifisch. Sehschärfe ist beispielsweise mit 6 Monaten schon auf dem Niveau von Erwachsenen. Puh, wer hätte das gedacht? Motorik aber noch lange nicht. Oder auch Entwicklung in der Schweiz versus Frankreich ist beispielsweise sehr verschieden. Zur Unterscheidung der Phylogenese und zur Ontogenese. Ich hatte immer Probleme, diese zwei Dinge auseinanderzuhalten, aber es ist easy, Leute. Die Phylogenese meint einfach die Entwicklung als Spezies, also die ganze Spezies, und die Ontogenese die Entwicklung eines einzelnen Einzelwesens dieser Spezies. Okay, ich hoffe, das ist jetzt klar. Okay, weiter geht's zu Platon versus Aristoteles. Ich hatte immer die Mühe, wer hat jetzt Nature gesagt und wer Nurture. Okay, merkt euch ein für alle Mal.
Platon hat es Nature gesagt. Kinder kommen mit angeborenem Wissen auf die Welt. Selbstkontrolle und Disziplin definierte er als wichtigste Erziehungselemente. Aristoteles hingegen war für Nurture, also die Umwelt. Die Tabula Rasa, also ein leeres Blatt. Alles Wissen kommt aus der Erfahrung. Erziehung an Bedürfnisse eines einzelnen Kindes sei anzupassen, meinte er. Kurz zur Geschichte. Im Mittelalter wurden Kinder als kleine, fertig geformte Erwachsene betrachtet. Aus dem Glauben an die Erbsünde entstand ein neues Bild des Kindes, dass sie zum Beispiel moralisch verdorben seien, und als Folge dessen wurden restriktive Erziehungsmaßnahmen eingeführt. So John Locke. Nee, der hat keine Locken. Er war ein ganz klarer Verfechter der Tabula Rasa. Er meinte, dass der Geist des Kindes am Anfang leer ist. Entwicklung sei ausschließlich durch Erfahrung erwerbbar. Entscheidende Rolle spielten bei ihm die Eltern und die Erzieher. Weiter zu Jean-Jacques Rousseau. Er meinte, dass Kinder edle Wilde sind. Oh. Natürlicher Entwicklungsdrang des Kindes stand bei ihm im Vordergrund. Erziehung wird bei ihm lustigerweise als negativer Einfluss angesehen. Das ist auch unter dem Phänomen Laissez-faire bekannt. Kinder wurden und werden leider heute immer noch als Arbeitskräfte missbraucht, aber damals wuchs die Sorge, dass dies negative Auswirkungen auf die Entwicklung eines Kindes haben könnte. Erste systematische Untersuchungen, welche unter anderem von Charles Darwin verfolgt und angeregt wurden.